Ja, hallo, moin moin und herzlich willkommen, sei gegrüßt und hier kommt jetzt endlich der angekündigte Livestream, der etwas klemmte, deswegen eine nette Aufzeichnung hier. So, was machen wir heute? Groß angekündigt habe ich euch, habe ich dir schon gezeigt und zwar haben wir gesagt, wir machen heute ein paar andere Sachen. Erstmal die Frage, seid ihr, bin ich gut zu hören? Ja, bin ich gut zu sehen? Schreibt mir das kurz in den Chat. Gut zu sehen bin ich hoffentlich. Genau. Schreib du mir auch kurz in den Chat bitte, woher du kommst und welchen Beruf du hast und vielleicht auch einfach ganz kurz, warum du heute hier bist. So, genau, das zum Thema Namen. Jetzt meine kurze Vorstellung. Viele von euch kennen mich schon. Ich will mich dir trotzdem kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Ralf Schütt, ich wohne bei Hamburg und werde von Tag zu Tag jünger und bin seit 18 Jahren glücklich zusammen mit meiner Partnerin, Freundin und wie gesagt, das seit 18 Jahren. So, ganz kurz zu meiner Finanzgeschichte. Die ist recht einfach. Mit 9 Jahren hatte ich gehört bei meinen Großeltern, dass Geld sich vermehren kann und das fand ich klasse. Daraufhin eröffnete ich bei einer großen Hamburger Sparkasse ein Sparbuch und mit 13 hatte ich das Hamburger Abendblatt regelmäßig studiert und fand das irgendwie cool und wollte meine erste Aktie kaufen. Das wusste mein Herr Papa leider zu verhindern. Er sagte, okay, dein Opa hat damals mit Aktien viel Geld verloren. Von daher, mit 13 Jahren fällt das dann leider aus. So, wie ging das weiter? Mit 17 konnte das nicht mehr verhindern, obwohl rein rechtlich schon, aber die nette Dame, die Frau Harms bei der Deutschen Bank, sagte, komm, die hat sich für mein Alter gar nicht interessiert. Wir haben die ersten Aktien gekauft, 4 BSF für 602,16 Mark. Wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich den ersten Platz im Börsenplanspiel mit meiner Spielgruppe gemacht in Hamburg. Bundesweit haben wir einen 5. gemacht und wir haben also aus sage und schreibe 50.000 D-Mark Spielkapital innerhalb von 3,5 Monaten 62.000 und ein paar zerhackte gemacht und das reichte für den 5. Platz bundesweit. So, ganz kurz noch weiter zu mir, habe das Abitur in Blankenese am Gymnasium Wilhöden gemacht, bin gelernter Bankkaufmann bei der Deutschen Bank und seit 1992 selbstständig. Aktuell unabhängiger Coach, das auch schon seit Jahren, Trainer, Mentor, Sprecher und unabhängiger Finanzberater. Ja, betreue mehr als 58 Millionen Euro an Immobilienvermögen und Baufinanzierungsvolumen von allen meinen Kunden zusammengerechnet sind mehr als 228 Millionen. Ja, auf YouTube siehst du mich jetzt, hier und heute. Kanal habe ich seit 2009, hatte damals null Plan und habe mittlerweile mehr als 588 Videos veröffentlicht und tatsächlich Zuschauer in mehr als 108 Ländern weltweit. So, ganz kurz noch zu mir, das sind ein paar Auszeichnungen von der Plattform WhoFinance. Dort bin ich die Nummer 1 Honorarberater Baufinanzierung in Deutschland und gleichzeitig noch dreifacher Nummer 1 Bestseller-Autor dieser drei Bücher. Darauf gehe ich nachher nochmal ganz kurz ein. So, und wie du siehst, du bist heute zu Gast, Erfinder und Produzent der Geldschau. Hier siehst du mich ganz kurz im Hamburger Regionalfernsehen bei der letzten Buchvorstellung. Und hier der Tipp, wie du aus diesem Webinar, aus diesem Seminar für dich das meiste rausholst. Ja, das meiste lernst du durch Hören, nicht das meiste, aber 20% durch Hören, 30% durch Sehen, 40% durch Hören und Sehen, 50%, wenn du über diese Inhalte sprichst, zum Beispiel mit Freunden, Bekannten, Kollegen, Eltern, Geschwistern, Freunden und so weiter. Und das allermeiste lernst du tatsächlich, und das ist auch der Tipp, dieses Webinar und dieses Seminar ist dafür gedacht, um dieses Wissen, das ich dir heute Abend vermittle, weiterzugeben und auch das Ganze einfach zu tun, machen. So, deswegen stell einfach ganz kurz aus dein E-Mail-Konto, dann wäre es auch toll, Handy aus, darüber hinaus alles, was an Skype und sonstigen Sachen läuft und natürlich auch die olle Glotze und selbstverständlich auch YouTube. Nee, das war jetzt ein Witz, sonst siehst du mich ja nicht mehr. Also bleib dran.
So, was ist an diesem Webinar anders als an vielen anderen Webinaren? Das ist also kein theoretisches Geschwafel. Du lernst hier aus meinem Praxiswissen von über 21 Jahren im Bereich der Baufinanzierung bzw. im Bereich eigene Immobilien, die ich seitdem gekauft habe. Und ich gucke, dass ich das immer leicht und einfach verständlich mache. Ja, sollten dort trotzdem mal Fragezeichen auftauchen, dann schreibt mir das einfach kurz in den Kommentar. Dann gucke ich das entweder, dass ich das während des Webinars kläre und korrigiere oder in einer der nächsten Live-Übertragungen. So, heute machen wir die 11 Ursachen für Stress bei deinem Hauskauf. Das höre ich also immer wieder. Ja, oh, das ist anstrengend und da ist so viel schief gegangen und die Bereitstellungszinsen fressen mich auf oder tierischer Zeitdruck. So, du erhältst also heute einen großen zeitlichen Überblick über deinen Hauskauf, wann du was tun solltest und vor allem auch in welcher Reihenfolge, aber dazu gleich mehr. Jetzt starten wir durch und zwar mach bitte ganz kurz Folgendes, schreib dir auf einem separaten Blatt Papier deinen Alltag kurz auf, das ist recht einfach, und deine aktuelle Miete, und zwar nicht inklusive aller Nebenkosten, sondern die reine Netto-Kaltmiete, so nennt sich das, also ohne Heizung, ohne sonstige Müllgebühren und ähnliches. Ja? Getan? Wunderbar. Dann machst du bitte Folgendes, deine Miete nimmst du mal 12 Monate. Und dann überlegst du dir mal ganz kurz, wie alt du mindestens werden möchtest. Warum? Siehst du auf der nächsten Folie. Genau. So, nehmen wir eine durchschnittliche Miete, 833 Euro. Warum so eine krumme Summe? Ganz einfach, weil das mal 12 multipliziert 10.000 Euro gibt. Ich gehe mal davon aus, dass du maximal Mitte 30 bist und wahrscheinlich noch 50 Jahre leben willst. Von daher ist das recht einfach. 10.000 Euro mal 50 Jahre sind 500.000 Euro oder in altem echten Geld 1 Million D-Mark. Und das ist die Miete, die du in den nächsten 50 Jahren zahlen wirst, ohne dass auch nur ein einziges Mal die Miete erhöht wurde. Ja, und du die Wohnung vielleicht geändert hast, vergrößert hast, wie auch immer, hast du dir das einmal bewusst gemacht? Wahrscheinlich nicht. Geht den meisten so. So, deswegen, das ist der Einstieg. 11 Ursachen und Gründe, warum der Hauskauf Stress bedeutet oder sogar scheitert. Das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Punkt 1, weggelassenes Datum oder weggelassene Daten, also Informationen, die einfach fehlen. Das ist eine Ursache, warum Baufinanzierung und Hauskäufe scheitern. Ja, was ist das zum Beispiel, dass du keinen Überblick hast, keinen Zeitplan, keinen Zeitstrahl, ja, und du wahrscheinlich auch noch keine Bestandsaufnahme gemacht hast. Das heißt, du hast noch keinen Überblick über deine gesamten Ersparnisse, dein Einkommen, was vor allem realistisch finanzierbar ist, und zwar, wie soll ich sagen, leider ja nicht nach deiner Rechnung, sondern wer soll dir das Geld in der Regel leihen? Die Bank. Und da ist es wirklich so, dass wir zusammen, und das machen wir in den nächsten Wochen, zusammenrechnen, wie eine Bank rechnet. Denn die hat leider das Geld, also von daher sollten wir uns danach orientieren. So, dann ganz wichtig, geänderte oder eventuell falsche Reihenfolge. Ja, das heißt, das erlebe ich in meiner Praxis immer wieder, dass der ein oder andere einfach losgeht, er weiß ungefähr, was er sich leisten kann, ja, sucht dann ein Haus. In der aktuellen Lage mit sehr hoher Nachfrage ist er dann 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 Wochen unterwegs und endlich nach 14 Wochen ist das Traumhaus gefunden, ist es da. Und dann, oh ja, dann fragt der Makler manchmal, haben Sie denn Ihre Finanzierung schon stehen? Aktuell will der Makler das auch in der Regel schriftlich haben. So, und dann, deshalb, das ist der zweite Riesenfehler oder die zweite Ursache, geänderte Reihenfolge, warum ein Hauskauf manchmal stressig wird. Drittens, das ist einfach Zeit, wenn die weggelassen wird. Was heißt das? Ja, du hast ja gar kein konkretes Ziel gesetzt, bis wann
du dein eigenes Haus, deine eigene Wohnung haben willst, beziehungsweise wann du in diese Wohnung oder in diese Immobilie einziehen möchtest. Ganz wichtig, nimm dir das Ziel. Dann einfach Sachen, die verkehrt sind, die falsch sind. Zum Beispiel die Annahme, das merke ich immer wieder, ja, aber ich habe im Internet ja gerechnet. Ja, das sind aber nur Anhaltspunkte. Dafür sind die halbwegs okay, aber für dich und deine persönliche Situation taugen die in der Regel nichts. Warum gibt es die? Na, ganz klar, das sind die Kundenfänger. Ja, deswegen hier die Plattformen, auf denen du die findest. Aber wie gesagt, da bitte darauf achten, die sind in der Regel wenig aussagekräftig. Und natürlich auch die Annahme, dass die Zinssätze, die du im Internet siehst, dass die für dich und auf deine persönliche Situation perfekt passen. Auch das muss ich dich leider enttäuschen, auch das ist in der Regel ganz, ganz selten. Diese Zinssätze, die du dort findest, die passen für einen 25-Jährigen, der seit 10 Jahren beim selben Arbeitgeber ist, 10.000 Euro netto verdient und in, ja, nehmen wir eine super Lage, Köln in Junkersdorf, in München in Bogenhausen, in Hamburg in Herwestehude, in Bremen in Schwachhausen, dort eine Eigentumswohnung für 1 Million Euro kauft und 700.000 Euro Eigenkapital hat. Für den gelten diese Zinssätze. Solltest du in dieser glücklichen Lage sein, dann tu dir einen Gefallen, spar dir die Zeit, schalte ab. Ja, alle anderen dranbleiben. So, dann Wichtigkeiten, Prioritäten abgeändert. Was bedeutet das? Zum Beispiel vor deinem Hauskauf, deinem Immobilienkauf, erst noch ein neues Auto zu kaufen, auf Pump oder auch bar bezahlt. So, dann vorher noch eine Weltreise machen. Sagen, ach ja, kann ich ja danach nicht mehr. Das wäre auch schlecht. Und ganz, ganz wichtig, das sorgt auch immer für Stress und Missverständnisse und Unverstehen bei Bankern. Vorher noch irgendwelche 0% Finanzierung, Wunschzettelfinanzierung, ja, die gibt es bei den großen Medienmärkten, da kann man das machen, also Finger weg. So, falsches Ziel, auch ganz wichtiger Punkt, die sechste Ursache, was alles schiefgehen kann und warum. Zum Beispiel falsches Ziel, dass du sagst, oh, ich kann mir eh nur eine Garage leisten. Ja, das wäre auch schlecht. Oder anderes falsches Ziel, das ist hier Neuschwanstein, ja, dass du sagst, mit meinem Einkommen kriege ich Neuschwanstein finanziert. Auch das falsches Ziel. Auch das gucken wir uns an, das ermitteln wir. Dann falsche Quelle, das heißt, von wem lässt du dich beraten oder von wem lässt du dir Tipps geben? Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, schauen wir uns das mal an. Beratung durch falsche Ratgeber, habe ich eben schon gesagt. Zum Beispiel, wenn du einen Makler danach fragst, ob du eine Immobilie kaufen solltest. Hallo? Natürlich sagt er ja. Ja, der Bausparkassenvertreter sagt, ja klar, aber erstmal einen Bausparvertrag abschließen. Der Bankverkäufer sagt, ja natürlich. Ja, das Finanzamt sowieso, ja, und der Steuerberater, der kann unter Umständen ein guter Tippgeber sein. So, apropos Tipp, habe ich hier einen Tipp für dich. Das ist mein Buch, Sorge, den ich nicht kaufe, 88 Hauskauftipps. Ich zeige es hier mal ganz kurz. Da wirklich ein Tipp, da habe ich das Ganze, was wir jetzt im Moment über ein paar Wochen verteilt machen, alles mal zusammengefasst, auch in der richtigen Reihenfolge. Dazu gibt es viele, viele Videos und spezial das E-Book gibt es heute noch für 99 Cent. Der Preis geht morgen auf 2,99 Euro rauf. Selbst wenn du morgen zuschaust, ganz ehrlich, das ist ein Witz. Da sind Erfahrungen seit 20 Jahren mit drin. Also noch schnell zuschlagen, kaufen. Der Link ist unten in der Beschreibung. So, das war jetzt kurze Eigenwerbung. Jetzt geht es wieder weiter. Widersprüchliche Faktoren oder Fakten. Das ist die achte Ursache, warum Baufinanzierung oder Hauskäufe nicht funktionieren, scheitern oder stressig sind. Ja? Zum Beispiel, Bausparen ist gut. Das mag für den einen oder anderen sein, aber generell zu sagen, dass Bausparen gut ist, ja, oder nur der niedrigste Zins zählt. Da hatte ich mal eine Anruferin, eine Interessentin, die rief mich an und sagte, was haben Sie für einen Zinssatz? Was haben Sie für einen Zinssatz? Mich interessiert nur der Zinssatz.
ich wusste doch gar nicht, was sie macht, wie viel Eigenkapital, was für eine Immobilie und so weiter und so fort. Also, ganz wichtiger Punkt für dich, nicht so vorgehen. Das ist dumm. So, hinzugefügte Zeit. Entschuldige bitte, aber manchmal bin ich einfach nur ehrlich. So, oder ich bin immer ehrlich, aber manchmal sage ich das auch ganz ehrlich. So, hinzugefügte Zeit. 9. Ursache, warum was in die Hose gehen kann. Ja, zum Beispiel die Annahme, dass du erstmal 50% Eigenkapital, deswegen hier abgekürzt EK, ansparen musst. Ja, oder dass du sagst, naja, das Ganze kann ich frühestens in 10 Jahren machen. Auch das ist manchmal nicht wahr. So, dann 10. Ursache. Hinzugefügte nicht anwendbare Daten, also die du einfach nicht gebrauchen kannst, die nicht funktionieren. So, was ist das? Zum Beispiel zu sagen, bevor ich jetzt das Haus kaufe, sag mal, du hast alles, was wir jetzt in den nächsten Wochen machen, vorbereitet, ist alles perfekt. Du findest, du hast deine perfekte Immobilie gefunden und jetzt sagst du, ja, jetzt muss ich aber erstmal die Wohngebäudeversicherung vergleichen, bevor ich zum Notar gehe. Das ist nicht anwendbar, das funktioniert nicht. Oder du sagst, ja, aber ich muss jetzt erstmal mindestens 3 Gutachter beauftragen. Zumindest hier in Hamburg ist es so, wenn du sagst, ich will einen Gutachter haben, die meisten Gutachter haben in circa 6 Wochen Zeit und die meisten Makler wollen mit dir innerhalb von 1 bis 2 Tagen zum Notar und wenn du nicht innerhalb von 2, 3 oder 5 Tagen zum Notar gehst, dann hat er 5 andere Käufer und von denen können 2 ganz kurzfristig zum Notar. Das wäre also auch schlecht. Wir können darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Es ist einfach so aktuell. So, oder zu sagen, ja, ich muss jetzt erstmal mit einem Anwalt oder 2 Anwälten, der muss jetzt erstmal den Kaufvertrag prüfen. Der ist aber jetzt 6 Wochen lang im Urlaub, also frühestens in 6 Wochen. Dann sagt der Makler, der nächste bitte. So, oder dass du sagst, ja, aber ich muss bei der Baufirma ziehen, da muss ich jetzt immer 10 Banken miteinander vergleichen. Ist ein gutes Recht, ganz klar. Ich sage dir aber im Laufe der nächsten Wochen, warum das in der Regel nicht funktioniert und warum das sogar extrem schlecht für deine Baufinanzierung und deinen Hauskauf sein kann, weil du unter Umständen dir dort deine eigene Bonität, also deine Finanzstärke mit kaputt machst. So, dann falsch einbezogenes Datum, also falsche Information, zum Beispiel die Annahme, dass alle Banken gleich sind. Nee, da sind riesen Unterschiede. Ja, egal ob Sparkassen, das kann von der Sparkasse A zur Sparkasse B, kann das schon komplett anders aussehen. So, alle Notare sind gleich teuer, das fehlt da, das teuer. Meine Erfahrung sagt, nein, da gibt es durchaus auch Unterschiede, hören die Notare nicht so gerne. So, Berater kostet nur Geld, nee, ja, ich bringe dir meistens extreme Vorteile. Und der Bankberater, oder ich nenne ihn auch gerne Bankverkäufer, kostet kein Geld. Aber das gucken wir uns in einer der nächsten Folgen an. So, dann habe ich jetzt für dich, damit du dich auf die nächsten Folgen richtig freuen kannst, eine große Übersicht, einen Zeitstrahl, eine Zeitskala, was du wann tun solltest. Wenn du die haben willst, dann trag dich bitte unten ein, beziehungsweise schick mir, allerdings mit Name und Anschrift brauche ich nicht. Name, ja, dass du mein Webinar besucht hast und dass du gerne diesen Zeitstrahl haben möchtest, dann schicke ich dir das per Mail zu. Allerdings nur wirklich mit Name und Vorname, ja, weil anonyme Sachen, da stehe ich nicht so drauf. Okay, prima. So, jetzt geht's los. Also, der Makler fragt, ne, steht denn Ihre Finanzierung? Ja, das hatten wir vorhin schon ganz kurz. Die meisten gucken dann und sagen, keine Ahnung. Du siehst in den nächsten Folgen, du siehst, dass wir uns den Überblick verschaffen. Dann die Jagd nach dem niedrigsten Zinssatz. Auch da erhältst du Tipps, wann du was, wo, wie machst und worauf du wirklich achten solltest. Ganz wichtig, Patentrezept. Gibt es ein Patentrezept für den Hauskauf oder die Baufinanzierung? Nee, gibt's nicht. Jeder Zuschauer, jeder, der ein Haus kauft, ist anders. Der eine hat viel Eigenkapital, der andere hat wenig. Der eine verdient viel, der andere verdient wenig. So, dann machen wir zusammen, wie viel Haus du dir leisten kannst. Ja, dann gucken wir mal deine Ziele und Wünsche, damit du auch wirklich die für dich passende Immobilie findest und sagst, jawohl, hier fühle ich mich auch wirklich richtig, richtig wohl.
Dann gucken wir uns an, was rechtlich wichtig ist. Nämlich, da gibt es seit März 2016 eine Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Und dort nennt ein Banker, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, der nennt das die 8 Kostbarkeiten. Das heißt, was ist dir wichtig? Gleichzeitig klären wir auch, weil wie gesagt, das ist leider kein Wunschkonzert, aber wir gehen das mal durch, dass du siehst, okay, wie funktioniert das eigentlich? So, dann gucken wir uns an, wie viel Haus, wie viel Wohnung, wie viel Immobilie du dir leisten kannst unter Berücksichtigung deiner Ersparnisse. Das ist das eine, der eine Punkt. Ja, dann machen wir zusammen einen Kassensturz über deine Einnahmen. Du erfährst von mir, welche Einnahmen wirklich zählen und welche du außen vor lassen solltest. Dann gucken wir uns an deine Ersparnisse. Auch da kriegst du noch ein paar Tipps. Manchmal gibt es noch, wie soll ich sagen, nicht nur unterm Kopfkissen Quellen, an die du vielleicht gar nicht gedacht hast. Auch das verrate ich dir in den nächsten Wochen. So, dann errechnen wir uns oder errechnest du, wie viel Immobilie du dir leisten kannst und zwar unter Berücksichtigung deines monatlichen Einkommens, ja, was du verdienst. Ganz wichtig, das ist durchaus, das kann manchmal sehr weit auseinandergehen zwischen dem, was du an Eigenkapital hast, wodurch du danach die Immobilie leisten kannst und zwischen dem, was du tatsächlich monatlich verdienst und dort zur Verfügung hast. Ganz wichtig, da rechnet auch jede Bank anders. Und dort auch ganz wichtig, erhältst du jede Menge Tipps zum Thema Selbstauskunft. So, dann maximalen Kaufpreis, habe ich gerade gesagt, unter Berücksichtigung der Ersparnisse. Ganz, ganz wichtig, da war ich ein zu schnell. Persönliche Unterlagen, was brauchst du für deinen Banktermin? Auch das gehen wir durch und bereite ich mit dir vor. Ganz wichtiger Tipp, das kannst du jetzt schon erledigen. Ja? Deswegen Action, damit du für die nächsten Folgen vorbereitet bist. Besorg dir bitte eine Schufa-Selbstauskunft. Und zwar nicht diese komische Mieterauskunft, ja, gegen mich liegt nichts vor, sondern besorg dir bitte die lange Schufa-Auskunft. Du kannst auch auf meinem Kanal mal gucken. Ich habe dort ein Video, was zum Thema Schufa-Selbstauskunft. Die gibt es auch einmal im Jahr kostenlos, weil die mittlerweile, glaube ich, verhältnismäßig dreist sind und verhältnismäßig viel Geld pro Monat oder pro Jahr von dir haben wollen. Also nicht den Fehler machen, einmal im Jahr reicht vollkommen. Ja, wenn du sagst, der Hauskauf ist für dieses Jahr geplant, dann fordere die mal an. Das dauert circa 2 bis 3 Wochen, bis die da ist. So, dann gucken wir uns an, Vermögensnachweise, wie sollten die aussehen, welche brauchst du? Ja, die Einnahmen eben auch, ja, welche Unterlagen braucht der Banker von dir und wie sollten die aufbereitet sein? Dann gucken wir uns mal an, jetzt kann ich das selbst fast kaum noch lesen, Darlehensverträge, die du hoffentlich nicht hast. Ja, also keine 0% Finanzierung, Wunschzettelfinanzierung oder ähnliches. Aber auch da, bevor du dort irgendetwas machst oder unternimmst, warte ab, das klären wir in den nächsten Wochen. So, dann die Ausgaben gucken wir uns an, ja, was du alles ausgibst und wie du die eventuell schlanker machen kannst, dass die Finanzierung funktioniert. Dann jedes Haus, jede Immobilie und auch deine Immobilie und deine Finanzierung braucht ein gesundes Fundament. Was alles dazugehört, erfährst du in den nächsten Wochen. Die Selbstauskunft, die werden wir, da gibt es in Anführungsstrichen ein paar kleine Hausaufgaben, die kannst du dir zukünftig runterladen, dann gebe ich dir ein paar Tipps, wo du die kriegst und dann füll die einfach mal für dich selbst aus, aber dazu kommen wir in den nächsten Wochen jetzt noch nicht. So. Persönlichen Unterlagen, die sollten dann irgendwann komplett sein anhand der Checkliste. Die kriegst du dann, wenn du sie haben willst, auch von mir. Und jetzt geht's los, endlich. Jetzt ist eigentlich der Startschuss. Du siehst also, die meisten fangen hier an und kümmern sich um die anderen Sachen erst im Nachhinein. Und wir machen es genau richtig, ja, in der richtigen Reihenfolge, dass das für dich stressfrei und entspannt über die Bühne geht. Wir machen, wenn du das möchtest, noch ein kleines Training. Ich bereite dich auch auf einen Banktermin vor, was du wann, wo, wie sagst und wie du es sagst. So, dann Termin mit der Hausbank. Tipp, ja, das sage ich immer, ist der Trainingsteil. Dann erfährst du, was der Unterschied eigentlich zwischen einem Vermittler und einem Berater ist. Ja, da habe ich jede Menge Kriterien. Und da siehst du auch, was der Unterschied ist und was du für einen Vorteil hast, wenn du unter Umständen nicht mit einem Vermittler, sondern mit einem Berater sprichst. Aber dazu in den nächsten Wochen mehr.
So, dann gibt es hier eine Plattform, da kannst du mal gucken, wo du Berater findest. Dann gibt es eine Checkliste über die Objektunterlagen, die du mindestens für die Bank brauchst. Da fiel mir gerade der Ohrhörer weg. Und auch die kriegst du, wenn du möchtest, im Download, beziehungsweise ich werde dir zukünftig noch etwas einblenden, wo du diese Sachen dann per Mail anfordern kannst. Die Selbstauskunft, die sollte professionell aufbereitet sein, das ist ganz klar. Wie das aussieht, wie professionell oder was professionell ist, erfährst du auch. So, dann Zeitplan, und zwar zwischen der verbindlichen Zusage, Notartermin und dem Zeitpunkt, wo du dann einziehst. Wie viel Zeit musst du dort einplanen? Dann solltest du den Vorab okay, wenn du sagst, du willst zu deiner Bank gehen, zu deiner Bausparkasse oder zum unabhängigen Berater, der kann dir sagen, okay, Finanzierung sollte funktionieren. Auch da sage ich dir und erfährst du, was dort alles zu beachten ist. Oh, und jetzt geht's los. Haus finden, nicht suchen. Ja, das ist ähnlich wie mit dem Haustürschlüssel. Wenn der verlegt ist, wenn du dir vornimmst, ihn zu suchen, dann wird das ewig dauern. Wenn du sagst, ich finde ihn gleich, dann geht's rucki zucki. Da auch nochmal der Tipp zu meinem Buch. So, jetzt hast du dein Haus endlich gefunden, deine Immobilie, wo du sagst, die passt. Oder du weißt, okay, wir wollen neu bauen. Ja, das heißt, du weißt jetzt, okay, hier ist ein Grundstück und ich kann loslegen. Ich finde einen anständigen Bauträger, der das vernünftig hoffentlich macht. So, dann Notar finden, den richtigen Notar, ja, welche Punkte es dort gibt, auf die du achten solltest. Dann geht es darum, dass du deine Unterlagen nochmal, weil in der Regel natürlich zwischen deinem Startschuss, den du irgendwann nach meinem Seminar machst oder vielleicht schon gemacht hast, und dem Zeitpunkt, wo dann wirklich alles, auch die Objektunterlagen und das Objekt klar ist, dann solltest du deine Unterlagen nochmal aktualisieren. Ja, Objektunterlagen sind dann komplett, auch das gucken wir uns an, was du dafür alles brauchst. Dann gehen die Sachen an die Bank und wir machen dann eine Feinabstimmung. Ja, und du erhältst ein paar Tipps, Kriterien, wie du dann wirklich für dich entscheidest, welche Bank die für dich passende ist. Und das ist selten die, die den niedrigsten oder fälschlicherweise billigsten Zinssatz, weil den gibt es nicht. Es gibt einen niedrigen Zinssatz, es gibt einen höheren Zinssatz, aber einen billigen Zinssatz gibt es nicht. Es gibt vielleicht ein billiges Auto. Okay, so. Dann, die Bank hat genehmigt und jetzt, wenn die Bank genehmigt hat, dann bekommst du deinen Darlehensvertrag. Ganz wichtig, auch da erkläre ich dir die Unterschiede zwischen Darlehensantrag und Darlehensvertrag. Dann hast du in Anführungszeichen eine Finanzierungsbestätigung, wobei auch diese Finanzierungsbestätigung, auch dort sage ich dir, auf was du achten solltest und was dort, sagen wir mal, viele Finanzierungsbestätigungen sind nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind. Da tun mir dann die Bäume weh, die gefällt werden mussten. So, dann kommt hoffentlich das Okay vom Makler, dass du das Haus kriegst, und auch hoffentlich das Okay vom Verkäufer, ja, dass er mit dir zum Notar gehen will. Dann solltest du den Darlehensvertrag, den wirklichen Darlehensvertrag, unterschreiben. Danach geht es, wenn es geht, am selben Tag oder danach oder kurz davor zum Notar. Du unterschreibst den Kaufvertrag. Auch dort kriegst du ein paar Tipps, auf was du achten solltest. So, danach wird die Grundschuld bestellt. Auch das erkläre ich in einem der nächsten Livestreams, was das ist. Ich versuche immer das so zu machen, dass du Notartermin, also Kaufvertrag und diese Grundschuld in einem Rutsch beurkunden kannst, dass du nur einmal zum Notar musst, aber das ist von Bundesland zu Bundesland und teilweise sogar von Notar zu Notar und Notarkammer zu Notarkammer sehr unterschiedlich. So, dann wird deine Grundschuld im Grundbuch eingetragen. Warum das wichtig ist, erfährst du auch in den nächsten Wochen. Das ist unter Umständen ganz, ganz wichtig, damit du überhaupt pünktlich einziehen kannst. Dann musst du, und das wird häufig vergessen, also mit der Unterschrift unter dem Darlehensvertrag ist noch gar nichts passiert, dann musst du der Bank irgendwann sagen, jawohl, liebe Bank, nun zahl mal den Kaufpreis. Dann geschieht die Kaufpreiszahlung, dann gibt es zwei verschiedene Wege. Der eine Weg ist etwas am Aussterben, das ist das sogenannte NAK, das Notar-Anderkonto. Ja, oder eben die Direktzahlung. Wir gehen in den nächsten Wochen auch darauf ein, die Vor- und Nachteile.
und warum es in einigen Fällen sogar wesentlich schlauer sein kann, darauf zu bestehen, dass du weiterhin ein Notar-Anderkonto haben willst. Ja, auch dazu erhältst du noch jede Menge Tipps. So, dann, wenn der Kaufpreis bezahlt ist, bestätigt der Notar oder dein Verkäufer, dass das Geld angekommen ist. Und dann endlich kannst du den Schlüssel übernehmen von deinem Haus, von deiner Traumimmobilie, von deiner Wohnung, ja, und kannst endlich loslegen und dann zum Beispiel die Renovierung, die Sanierung, den Ausbau, den Umbau und so weiter starten. Ja, dann irgendwann, da vergehen in der Regel dann auch nochmal 6 bis 12 Wochen, wirst du als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Erst dann gehört dir praktisch die Immobilie, wobei, ja, im übertragenen Sinne gehört ja in der Regel erstmal der Bank das noch, weil die dein Haus oder deine Immobilie belastet, aber du bist zumindest im Grundbuch als Eigentümer eingetragen. Dann ist Zeit für den Umzug, ja, zack, zack, Freunde mobilisieren. Dann ist es so, dann kannst du, wenn du ein Haus kaufst, wenn du eingetragen bist, kannst du die alte Wohngebäudeversicherung deiner Voreigentümer kündigen. Auch da musst du Fristen beachten. Auch das machen wir in einer der nächsten Sendungen. Und ja, jetzt ist endlich Türre, jetzt ist endlich Party angesagt. Ja, jetzt kannst du dich endlich zurücklehnen und die Füße hochlegen und sagen, jetzt ist Party. Hier nochmal der Zeitstrahl, wie gesagt, schreib mir eine Mail, schreib mir einen Kommentar, die Mail an info@baufix24.de, siehst du aber auch unten, und sonst Ralf Schütt bei Google eingeben, findest du mich sofort, oder Baufix24. So, was machen wir in der nächsten Folge? Die nächsten Inhalte gibt es jeden Donnerstag um 21 Uhr. Nächste Folge sehen wir uns an, das Fundament für deinen Hauskauf. Was solltest du vorher alles wirklich erledigt haben? Ja, dann gucken wir uns die 3 elementaren Fehler beim Hauskauf an und wir schauen uns dann die Formel an, wie viel Haus du dir leisten kannst. Und wenn dir das alles nicht schnell genug geht, aber ich will euch nicht überfrachten, wir sind jetzt auch schon wieder eine gute knappe halbe Stunde hier in Action, solltest du sagen, hey, shit, ich will mein Haus schneller kaufen, dann Attacke, dann hier der Tipp, besorg dir mein Buch, Sorge dich nicht, kaufe, 88 Hauskauftipps. Ja, und wenn du dann sagst, Mensch, die Baufinanzierung muss ich auch schon anschieben, dann 88 Fehler in der Baufinanzierung auch von mir. Ja, der Link ist unten in der Beschreibung. So, ja, ich hoffe, es hat dir etwas Spaß gemacht und ja, du schaltest nächste Woche wieder rein. Jeden Donnerstagabend 21 Uhr ist Hauskauftipp und dann ist Baufix24 und sendet aus seinem Studio für dich live. Und hoffentlich steht die nächste Woche auch die Leitung besser. Alles Gute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hau rein, gib mir Kommentare. Wenn du Fragen hast, schreib sie unten rein. Ja, teil dieses Video und erzähl es deinen Freunden, Bekannten und so weiter und so fort. Und ich freue mich auf dich, auf nächste Woche, wenn du wieder reinschaust um 21 Uhr, wenn es um Hauskauftipps und das Vorgehen bei deinem Immobilienkauf geht. Vielen Dank fürs Reingucken und bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.